Oh. So. Jetzt ist raus. Mein Rad draußen. Ja, was ist ja, wenn es nicht so eng passen würde, dann würdest du die ganze Zeit mit durchdrehende Reifen fahren. Ja. So. Jetzt können wir ja mal gucken, kann ich mal zeigen. Das sind jetzt meine alten Räder und das sind die neuen. Ja, schon. Wie abgefallen die sind. Den könntest du vielleicht noch Formel 1 fahren, so ohne Profil. Ja. Aber die halt nichts mehr. Und jetzt machen wir das Ganze wieder drauf. Drauf und? Jetzt drauf. Einfacher gehen mit längerer Schraube, habe ich Schraube mitgenommen. Wieder rückwärts. So. Man muss es ja immer ein bisschen vorjustieren. Weil sonst, siehst du, mit den kurzen Schrauben kommst du sonst nicht mit der Spannung drauf, die du brauchst. So. Ja. Drauf ist immer leichter als runter. So. Dann musst du immer gleich gucken, dass du es gleich richtig hast, weil sonst musst du nochmal runter machen. Das, ihr seht, jetzt drückt es so rein. Genau. Und? Das kann ich ja mal zeigen, wenn ich die normalen Schrauben jetzt nehmen würde. So viel Abstand da dazwischen, da komme ich so im ersten Moment gar nicht runter. Deswegen, wie gesagt, in der Regel in der Werkstatt. Jetzt würde ich so einen Schraubstock einspannen, schon mal ein bisschen vordrücken, dass es tiefer reinkommt, aber geht auch mit längeren Schrauben. Mhm. Zu kurz. Also, wenn die Schrauben so kurz sind, ist auch nichts. Nee, also du brauchst schon so eine gewisse Länge, wenn das vor Ort ist. Aber deswegen habe ich in der Regel immer sowieso ein paar längeren Schrauben, dass man das auch noch Vorspannung, jetzt nehme ich einen Schrauber. Das ist ein Schrauber mit dem Schrauber einfach. Jetzt kommt der Akkuschrauber und dann der Jeep. Das gehört der Formel 1. Schlagschrauber. Genau. Ihr kennt es ja vom. Von der Formel 1 bestimmt. Also auch, klar, da wird das Auto ja auch immer hochgebockt. Und dann werden die Räder abgemacht und ja, das funktioniert jetzt dort bei der Formel 1 bestimmt ein bisschen schneller. Aber. Wir müssen das Rad ja auch nicht zerlegen. Genau. Genau, sorry, dass es so laut ist, aber
Das ist richtig fest. Das ist der Vorführeffekt. Siehst du? Okay. Effekt, wie gesagt, das ist genauso wieder auseinanderbauen. Ja. Stück für Stück wieder zusammen. Und dadurch, dass noch eine Spannung drauf ist. Genau. Also das weiß deine Felge und das wollen wir. Ich ja. Wieder fahren will. Genau. Und ihr wisst, dass ich ja ziemlich viel fahre. Deswegen ist diese Felge von mir, also meine alte Felge, auch abgefahren. Und ich wollte euch halt einfach mal zeigen, dass das nicht so einfach ist. Mit dem Rollschlau auseinanderbauen und ja. Ich höre mal, zum Technik gibt zum Reparieren oder so. Und nicht jeder sieht immer, und diese Arbeit dann doch dahinter steckt. Und diese Räder haben ja ewig lang gebraucht, bis. Deswegen werde ich auch nur eine Felge zeigen, weil ja, es ja, ist auf der anderen Seite ist, ist, gleich. Ist schon aufwendig. Ja. Bei dem Video ja ewig lang. Genau, und das wollen wir ja nicht. Ja. Danke, es geht schon vor Ort. Das habe ich dir zuliebe gemacht, weil ich gesagt habe, bevor du dann nochmal auf deinen Stuhl verzichten musst. Ja. Dadurch, dass er leider nicht gekommen ist, als der Stuhl bei uns war. Wie gesagt, mach ich es dir zuliebe. Weil es ja doch, wie man sieht, sehr aufwendig ist. Ohne. Ja. Hebebühne ohne. Ja, ich habe in der Werkstatt noch andere Möglichkeiten. Genau, wir haben einen richtigen Kran sogar, um Elektrorollstühle hochzuheben, dass man die auf Augenhöhe arbeiten kann. Weil es, wie gesagt, Räder wechseln, wenn man auf Augenhöhe arbeiten kann, dann einfach doch auch angenehmer ist. Als wir jetzt auf dem Boden hochkrabbeln. Ja, das glaube ich. Ist immer besser. Ja. Aber ich wollte einfach mal, dass ihr das auch mal seht. In live und in Farbe. Ja? Und warum nicht? Nicht jeder die Chance. Ihr könnt ja mal anfragen, ob er seine Details mitmachen würde. Dass ihr mal drüber guckt. Aber ich glaube. Nicht jedes Sanitätshaus ist da so begeistert. Leider. Ja. Also wie man sieht, Drehung für Drehung komme ich näher ran. Dass ich dann am Ende, auch wenn es doppelte Arbeit ist, aber anders funktioniert es nicht, diese Schrauben wieder rausdrehen kann, um die kurzen reinzudrehen. Und anders hat man einfach keine Chance, weil viel zu viel Spannung drauf. Und dann macht's Peng. Und dann macht's Peng. Deswegen so viele lange Schrauben so weit wie möglich rein. Und wenn ich draußen bin, kann ich nichts dagegen tun. Ja. Dann fällt das Rad. Dann fährt das Rad weiter und du bleibst stehen. Was würde passieren, wenn das Rad fällt und ich drin sitze? Das wäre schlecht, dann solltest du ziemlich schnell. Irgendjemand anrufen, am besten uns, dass wir dich dann irgendwie einsammeln, aufgabeln oder so. Aber mir würde jetzt nichts passieren. Nee. Oder? Nee. Dadurch, dass das ja, das sind die Antriebsräder. Wenn er jetzt nicht aufgebockt wäre, würde er etwas abneigen. Aber du hast ja immer noch deine Federn hier. Also solange du auch gewisse Rumspannstabilität hast, dürfte. Er bleibt einfach stehen. Kann schon sein, dass er auch weiterrollt. Ich meine, wenn ich jetzt Gas geben würde, wird es sich hier schon drehen. Also sollte man, wenn man merkt, man sollte kippen, schon gleich Finger vom Gas. Ansonsten könnte dann doch ein Unglück passieren. Ja, das wollen wir nicht. Das ist nicht von Vorteil. Genau. Ähnlich wie so ein. Ja. Ich
Also weiß man ungefähr, was so ein Motor kostet? Unterschiedlich. Deiner lag jetzt pro Motor, nagel mich nicht fest, aber ich glaube 600-700 Euro ein Motor. Okay, ich habe jetzt zwei davon. Ja. Und ihr seht ja auch, das ist halt zweigeteilt. Also ein Antriebsmotor und ein da oben an der Rückenlehne gibt es ja auch. Aber der Motor ist ja nur zum Verstellen. Im Endeffekt sind da Fuß, Sitz, Höhe. Ich glaube zwischen 8 und 10 Motoren sind insgesamt verbaut, weil ja du lauter unterschiedliche Funktionen hast. Ja. Kannst du deine Fußtasten kannst du auch verstellen? Ja. Doch, ja. Genau. Ja. Im Endeffekt könnt ihr rechnen, für jede Verstellung, die ihr könnt, ist mindestens ein Motor dran. Ja. Jetzt seht ihr auch mal, wie schwierig das ist, alles da wieder abzubauen, anzubauen. Genau. Und er muss schwitzen. Weil der Akkuschrauber leider nicht tief genug rein.